Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei uns vom Kanal von den Swiss Alpine Gamers. Nicht vor der Tastatur, sondern hinter dem Herd, hinter dem Ofen, nämlich in der Küche. Heute haben wir die Mission Streuselkuchen, respektive ein Beeren-Streuselkuchen, etwa so soll das Ganze aussehen, auf dem Plan. Denn meine Freundin kommt heute ab und hat sich einen Kuchen gewünscht. Und genau sie haben hier den Beeren-Streuselkuchen. Und den machen wir heute jetzt einfach. Ich habe die lustige Idee gekommen, das Ganze halt mal zu filmen. Erstens, dass sie dann schauen kann und sagen, los, das und das ist falsch gemacht, du bist gelehrte Köchin. Und zum anderen mal schauen, wie ich mich in der Küche so anstehe. Und ja, vielleicht findet ihr das Ganze auch ein bisschen unterhaltsam. Ich habe mich vorbereitet, ich muss ehrlich sein. Ich bin heute Morgen mit dem Stromer Richtung Stadt gefahren, die schönste Stadt der Schweiz, meiner Meinung nach, nämlich Thun mit dem schönen Schloss und aktuell auch einem Riesenrad. Und bin dann mal ins Migros, Hashtag Migros-King reingegangen und dort habe ich noch die Zutaten, die mir gefällt haben, es sind nicht viele. Namentlich Beere, namentlich Anken und Zitronen müssen kaufen, plus natürlich auch ein Energy-Drink. Nicht für Kuchen, keine Angst, sondern für mich. Ich plötzlich merke, es wird mir langsam zu viel kochen, dass ich mit dem Zucker und Pegel wieder durch die Dille schiessen kann und dann voll bereit bin. Und dann natürlich noch eine müssen bei mir ins Geschäft hineinheizen und dort noch schnell ein bisschen Filmmaterial reichen, aus dem Grund, weil ich es natürlich nicht daheim habe. Und jetzt bin ich hier, starte mit euch das Video und mache jetzt als erstes das Mise en Place. Das Mise en Place ist gemacht und wir schauen jetzt mal, was wir da so alles Wunderbares haben. Jetzt haben wir hier einen Beeren-Mix. Wir haben Zitronen, wir haben Mandeln, wir haben leere Schelle, wir haben Mehl, wir haben Zucker, wir haben nochmal Zucker, weil wir es zweimal brauchen, wir haben Anken und nochmal Anken, weil wir es zweimal brauchen, wir haben Eier, wir haben Backpulver und wir haben Milch. Und jetzt ist das hier im Rezept so aufgebaut, dass wir das irgendwie in 3 Etappen machen müssen. Und dass ich das nächste wieder mache, werde ich die Zutaten in den 3 Etappen sortieren, weil dann bin ich sicher professionell und unterwegs. Gut, es ist sortiert nach 3 Sachen. Nach Phase 1, Phase 2, Phase 3 und hier noch 2 Schritte, weil wir die sicher irgendwie brauchen. Und würde ich sagen, wir legen los. Wir geben jetzt alles. Und zwar steht hier im Rezept erstens Ofen auf 200 Grad vorheizen. Ha! Das haben wir noch nicht gemacht. Das machen wir. Ja, nein, das machen wir noch nicht. Ich meine, ich habe noch 15 Minuten. Der Ofen ist schnell doppelt. Das wäre Energieverschwendung. Greta-like, Öko-Stempel drauf. He? So, machen wir später. Ich nicht vergessen. Butter in einer Pfanne schmelzen. Das war das Erste. He? Bumm, rein. So, easy peasy. Während hier der Anker rechts von mir am Schmelzen ist, kann ich schon mal weiter vorbereiten in dieser Phase 1. Weil in dieser Phase 1 machen wir die Streusel, die nachher oben drauf kommen vom Kuchen. Also wir fangen vom Kuchen von oben nach unten an zu arbeiten im Vorbereiten. Aber das kann ich jetzt schon machen. Die kann man nämlich in eine separate Schelle. Und zwar mixen wir nachher alles zusammen. Mandel, Zucker und Butter mit einer Gabel mischen und Masse krümelig ist. Dann kann das eigentlich hier schon zusammen. So. Dann haben wir noch hier 2 Geschirrli, es spricht 3 Geschirrli weniger. Du es alles immer schön weglegen, weil wenn es weggelegt ist, dann habe ich das nicht mehr im Blick und dann habe ich die Sorgen nicht mehr. Oh, dann geht es schon ab. Ui, da muss ich wegnehmen. Der Anker schmilzt ja schon. Der Anker schmilzt ja schon. Jetzt brauchen wir ein Werkzeug, dass es sich nicht anbrennt. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen runterfahren. He? Ein bisschen runterfahren. So. Weil wir wollen ja hier etwas Schönes machen und nicht etwas Grusiges machen. Vielleicht der Dampfabzug, aber der tönt so laut. Ja, noch, jetzt stinkt auch die Küche. So. So, der Anker ist geschmolzen. Dann steht hier abkühlen lassen. Der kann einfach hier schön bleiben. Der ist abgestellt. So. Zucker und Mandeln für Phase 1 sind checket. Jetzt holen wir den Anker. Etwas abkühlen lassen. Das ist natürlich auch wieder ein geiler Begriff. Etwas abkühlen lassen. Es ist etwas abkühlen lassen. Etwas abkühlen kann sein. 2 Minuten kann sein. 10 Minuten. Niemand weiß es genau. Darum sagen wir, nehmen es einfach mal aus dem Schleif. Es ist nebig. So. Dann nehmen wir hier die Butter rein. So. Rein damit. Und jetzt mit der Gabel
so Krümel machen. He? Ich denke, der Anker ist dazu da, damit das Ganze ein bisschen, Struktur bekommt. Oder sich ein bisschen verknüppeln. Und es gibt eben auch die Krümel. Küche immer richtig abschmecken. Es ist eigentlich nur Zucker, Mandeln und Anker. Oh, geil. Doch, aber sehr geil. Das ist mir gelungen. Oh, ist das geil? Na, der Anker kickt hat schon geil. So. Gut. Ich würde euch sagen, wir fangen mit Phase 2 weiter. Phase 2 hat viele Zutaten. Und so ist es der Block hier. Butter in eine Schüssel geben. Die Butter ist sehr weich. Zucker und Salz darunter rühren. Was? Darunter? Ja, so flüssig ist es nicht mehr. Zucker. Voilà. Salz, hä? Salz darunter rühren. Ja, wie viel? Eine halbe Prise. Schmier eine halbe Prise. Aber 4 ist gut. He? 4-mal mit dem Salzstreuer ein bisschen shaken. Nehmen wir eine Prise, eine halbe Prise. Sieht schon mal gut aus. Haben wir den Runden gerührt, Chef? Also ich bin ja der Chef. Ich bin eigentlich der Chef der Cuisine, weil ich der einzige der Koche bin heute. He? Ein Ei nach dem anderen beigeben, weiter rühren. Kommt das Ei rein. Kommt Ei Nummer 1. Einfach bitte keine Schale, he? Sonst werde ich in grantigen wie ein Mohren. So, das ist mal Nummer 1 Ei. He? Dann haben wir Nummer 2 Ei, weil im Rezept könntest du sehr viele Portionen machen, aber wir machen nur für 6 Personen, für das 2. Mal etwas musst du ja gleich machen, gell? So. Sieht gut aus. Die Schale sollten wir noch keine drin haben. Also kommt ziemlich gut. Hey, ich bin Hurenchef. Und wo jeder Kuchen noch ein bisschen Liebe braucht, gehe ich noch einmal mit dem. Wie sagt man dem schon wieder? Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Und mit dem Teil hier rein. Und das Ganze auch noch mal ein bisschen so rühren. Und alles schön zu einer schönen hellen Masse, wie es im Rezept steht, verrührt wird. Oder von mir verrührt wird. Vom Chef der Cuisine höchst persönlich. Nicht wahr? Muss man schon verdienen, den Tipp. Du musst einfach alleine Koche sein, hast du nicht. So. Hört ihr das? Fühlt sich und gehört sich gut. So. Jetzt haben wir hier einigermaßen eine schöne, helle Masse. Jetzt schauen wir mal, was uns das Rezept sagt. Bisschen hell ist von der Zitrone die Hälfte der Schale zureiben und 2 Esslöffel Saft. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Schale zurieben. Irgendwie habe ich gegen Angst, dass das grusig ist. Aber ich mache es jetzt, was im Rezept steht. Nehmen wir ein Messer. Ich mache probieren und dann mache ich Schale reinschießen. Ah, schmeckt das geil nach Zitrone. Ja komm, gebe ich noch ein bisschen mehr. He. So, nehmen wir eine halbe Zitrone. Drücke dir mal den Saft aus. So. Komm, ergib dich. So, vorangekommen. Nachher geht die ganze Tür. Das hast du nicht gebraucht, weil wir nicht ein schönes Wasser rein tun. Dass wir schön refreshen zwischen. So, holen wir unseren Esslöffel vor. Tada! 2 Esslöffel. So, haben wir hier ein schönes Esslöffel. Ui, Entschuldigung, haben wir ein schönes Esslöffel drin. So, mit der Milch in der Masse einrühren. Schön. Machen wir das doch. Oh, jetzt wird es aber. Jetzt wird es aber sehr flüssig hier. Das mache ich jetzt nicht mit dem Mix, sondern wirklich von Hand. Das geht wirklich super. Und schmeckt doch gut. Also zum Essen, gell? So. Haben wir hier wieder etwas abgeschlossen. Jetzt kommt noch das da hier. Ich glaube, der Beersaft, den ich hier drin habe. Sieht man eben schon.
Den muss ich glaube wegschütten. Du hast ja wieder den ganzen Kuchen auf das Feucht. Vermute ich mal. Also jetzt meine persönliche Chefkochentscheidung. Mehl und Backpulver mischen unter die Masse. Aha. Unter die Masse mischen. Und eine Masse ist auch das hier immer noch gemeint. So, nehmen wir einfach das Mehl und das Backpulver. Backpulver steht 1 Teelöffel. Das organisieren wir schnell hier. Aus dem Schubladen von den Werkzeugen. So, kommt da vorne. Ist 1 Teelöffel. Oh, ich bin ja so ein guter Sepp. Ich hätte das hier im Mehl sollen mischen. Jetzt habe ich es hier drin getan. Ja, komm. Machen wir es halt so. Mischen wir es halt hier in ganzen Schüssel zusammen. Und das mache ich jetzt mal gut am Anfang mit dem schönen Werkzeug, das ich hier habe. Schabber? Seht man dem Schabber? Ich weiß es doch nicht. Also hier muss alles mal ein bisschen unter die Masse bringen. So. Oh, schmeckt das gut. Boah, cool. Hey, das wird ein Hammerkuchen. Okay, jetzt müssen wir das Ganze in eine Backform verteilen. Ich habe nicht in einer Backform. Darum habe ich improvisiert. Und habe mir jetzt überlegt, ich nehme eine Grattenform. So, die grosse Form ist angerichtet. Und ich gebe mir das Ganze jetzt hier schön rein, gepflegt. So, dann müssen wir jetzt hier noch schön verteilen. Schön gleichmässig. Damit der Kuchen da schön gleichmässig nähig ist zum Verzehrt. So. Und dann kann man jetzt eine Beere. Eine gewisse Geschichte hier schön. Boah. Hammer. Ich sehe, wie sie einen ermordet hat. So, und jetzt haben wir hier noch die Streusel oben drauf. Ich muss sagen, es schmeckt und sieht ziemlich gut aus. Und wir machen jetzt das, wie man in der Küche sagt. Meine Freundin ist auch, die kennt sich in der Küche aus, weil sie dort arbeitet jeden Tag. In der Küche sagt man, wenn man etwas in den Ofen tut, sagt man, wir tun es schieben. Und wir schieben das Ganze in den Ofen. Respektive, wir schieben, wie man es im Fachjargon sagt. So. Und rein. Gut. Jetzt steht, wir müssen nur noch das Ganze 35 Minuten in den Ofen tun. Und das machen wir jetzt so. Yeah! So, nach relativ kurzer Backzeit, nach etwa 25 Minuten, ist das Küchen jetzt fertig geworden. Und ich gehe jetzt mal mit euch auf ein paar Nachaufnahmen. Voilà. So sieht das Küchen. So sieht das Küchen aus. Wow. Und dann schon mal ein Stück rausgenommen. Man muss sagen, es sieht gut aus. Und was wir jetzt machen, wir das Ganze zusammen probieren. Ich stehe also das Mikrofon oder das Display hier und hole ihm mein Löffel für und probiere es mal. Ich habe schon Mädchen. Das ist Musik. Die Beere kommen super gut zur Geltung. Ja, das ist der Hammer. Das ist einfach nur der Hammer. Das war es. Ein paar schöne Aufnahmen
habt ihr auch jetzt auch schon gesehen, als ich es mit der Kamera aufnehme. Ein absolut göttliches Essen. Wenn ihr nachher kochen wollt, Link zum Rezept in der Beschreibung, findet ihr dort. Könnt ihr nachher machen. Und ja, ich würde sagen, wünsche ich euch einen guten. Bis zum nächsten Video, bis ein anderes Mal. Eben zur Sorge unterdessen. Tschüss zusammen.